Hallo, ich bin Steffi, ich bin Hundetrainerin und Dogwalker, ich komme aus Hamburg. In diesem Teil der Hundeschule geht es um die Pause im Büro. Klar, verbringt die Pause, wenn es geht, draußen mit eurem Hund, habt da Spaß, teilt euch den Spaziergang ein bisschen auf, macht Schnüffeln, Pieschen, Lösen, alles was dazugehört, macht ein bisschen Spiel und Spaß. Ich würde den Spiel und Spaß in die Mitte setzen, damit ihr nicht mit so einem Hund, der so total aufgedreht ist, vom Spielen wieder ins Büro kommt, sondern Spiel und Spaß in die Mitte. Danach noch ein bisschen, wie sich das so hart nennt, Grundgehorsam. Lasst ihn Sitz machen, Platz machen, sich mal drehen, die Seite wechseln. Alles, was man so im Alltag gut gebrauchen kann. Dann nochmal ein bisschen schnüffeln und wieder ins Büro gehen. Hier in Hamburg ist das Wetter ja nicht immer so rosig. Von daher, wenn ihr einen Regenspaziergang machen müsst, haltet den kurz. Kommt wieder zurück ins Büro und nutzt da, was ihr habt, um einen kleinen Parcours aufzubauen, um den Hund noch mal so ein bisschen geistig auszulassen. Ihr könnt zum Beispiel Regenschirme hintereinander hinlegen, sodass der Hund da drüber gehen muss. Das fördert die Muskulatur, wenn er sehr gezielt seine Pfoten setzen muss. Ihr könnt den um Papierkörbe rumschlicken, ihr könnt einen Slalom um Papierkörbe machen oder ihr legt eine Leckerlispur aus, geht mit eurem Hund zusammen an der Leckerlispur vorbei oder ruft ihn, wenn ihr das schon könnt, über die Leckerlispur hinweg ab und gebt ihn nachher frei für ihn. So habt ihr echt schöne Erlebnisse mit eurem Hund und könnt den Rest des Tages super bestreiten. Weitere Tipps aus unserer Hundeschule findet ihr auf imtest.de.